Die Digitalisierung zeichnet sich durch rasante Fortschritte und einen ständigen Wandel aus. Deshalb ist es notwendig, als Betrieb kontinuierlich auf dem Laufenden zu bleiben. Der Digital Day der Handelskammer im MEC-Meeting Intervent Center Südtirol Alto Adige des Hotels Fourpoint Sheraton in Bozen bietete Gelegenheit dazu. Die Digitalisierung ist ein Megatrend, der alle Bereiche unseres Lebens durchdringt. In der Wirtschaft hat die Digitalisierung besonders zu neuen Produkten und Dienstleistungen geführt, zu effizienteren Produktionsprozessen, aber auch zur Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen. Dabei spielen besonders Innovation, Kreativität, aber auch digitale Kompetenzen eine wichtige Rolle. Darum möchten wir als Handelskammer mit dieser Veranstaltung insbesondere über neue Technologien informieren, über neue digitale Instrumente und insbesondere die Unternehmen ermutigen, deren Anwendungsmöglichkeiten für das eigene Unternehmen auszuloten. Professor Gerhard Friedrich, Dozent an der Universität Klagenfurt, sprach über die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen der künstlichen Intelligenz. Er veranschaulichte die grundlegenden Ideen der wichtigsten Ansätze, sprach über die Vor- und Nachteile dieser Technologie und skizzierte ihre zukünftige Entwicklung. Ja, ein wesentliches Ziel der künstlichen Intelligenz ist die Konstruktion von Maschinen, die hinsichtlich der kognitiven Fähigkeiten der Menschen ein ähnliches Verhalten aufweisen bzw. dieses Verhalten der Menschen übertreffen können. Das betrifft zum Beispiel Sehen, Hören, Sprechen, Text verstehen, Lernen, aber auch ganz allgemein Probleme möglichst effizient zu lösen. Klarerweise können Unternehmen auf Basis dieser Methoden sehr, sehr umfangreich profitieren, indem sie zum Beispiel die Produktivität erhöhen oder auch die Qualität ihrer Produkte und Services nachhaltig verbessern, beziehungsweise auf Basis dieser Methoden vollkommen neue Produkte und Services ihren Kunden zur Verfügung stellen. Das Thema Big Data stand im Mittelpunkt des Vortrags von Francesco Comi, Chief Business Developer Officer bei InTarget Group GmbH und Dozent an der 24 Ore Business School. Er ging auf die Chancen ein, welche sich durch die Verwendung und Analyse von großen Datenmengen im Digitalisierungsprozess ergeben. Die verschiedenen Aspekte zu diesen Themen wurden im Anschluss in einer Diskussionsrunde von Wirtschaftsexpertinnen und Experten zusammengefasst und diskutiert. Die Digitalisierung bietet den Unternehmen neue Möglichkeiten, stellt sie aber auch vor große Herausforderungen. Um die Unternehmen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im digitalen Wandel zu unterstützen und sie vorzubereiten, organisierte der Bereich Digitales Unternehmen der Handelskammer Bozen bereits zum vierten Mal in Folge den Digital Day.